Von den Untersuchungsergebnissen, die wir bisher haben, ist die Verbreitung in Schulen geringer, als man es annehmen würde. Das gilt aber vor allen Dingen auch für die Grundschulen und es gilt auch für die Vorschulen, also für jetzt Kleinkinderbetreuungseinrichtungen. Je älter die Schüler sind, umso riskanter, will ich mal sagen, ist die Schule auch als Ort einer Übertragung. Jugendliche, die 16, 17, 18 sind, die kriegen es häufiger, die kriegen die Infektion häufiger und sind dann auch natürlich an diesem Ort Schule auch häufiger mal Überträger. Je jünger sie sind, umso unwahrscheinlicher wird es, dass es ein Ort der relevanten Übertragung ist. Das Virus ist verpackt in Tröpfchen, die man ausatmet, vor allen Dingen beim Husten, aber natürlich auch beim Sprechen oder Singen. Und ein Teil der Tröpfchen erreicht eine sehr kleine Größe, das nennt man dann Aerosol. Man schätzt, dass der Anteil unter normalen Bedingungen der aerosolgetragenen Infektion und Übertragung dann aber nur 10 bis 20% ist. Die Übertragung mittels Tröpfcheninfektion erfolgt mit größeren Tröpfchen und die größeren Tröpfchen sind schwerer und die schwereren Tröpfchen fliegen eben nicht so weit, trotz einem Hustenstoß, sondern man hat quasi gemessen, dass nach 1 bis 1,5 Metern die Masse, die überwiegende Mehrheit der schwereren Tröpfchen halt doch runterfällt und nicht in dem Raum schwebt. Die Visiere führen ja nur dazu, dass die großen Tröpfchen, die man aushustet, am Visier hängen bleiben und dann, sagen wir, die Flugstrecke von 1,5 Meter auf 10 Zentimeter oder 5 Zentimeter reduziert wird. Kleinste Tröpfchen, also Aerosole, werden dadurch nicht verhindert und da die Visiere ja nicht festsitzen, sondern tatsächlich an der Seite und auch unten, manche auch oben, je nachdem, wie man sie trägt, offen sind, werden kleinste Tröpfchen natürlich da entweichen können. Die Maske filtert eben die Tröpfchen ab und das relativ gut, also 80, 90%. Also man ist geschützt vor einer Übertragung von anderen und man schützt zugleich andere vor einer Übertragung durch einen selber. Wenn Sie eine sehr dicht sitzende Maske tragen, die sehr starr ist, kann es schon mal sein, dass die nach längerem Gebrauch, also nach 2, 3 Stunden, tatsächlich einfach drückt an der Nase oder auch wenn sie ein bisschen in Richtung Augenlid rutscht, dass das auch mal unangenehm ist. Aber dass jetzt durch die Maske selber von der Atemseite her große Probleme entstehen, das wird behauptet, das ist aber von sehr vielen, die damit praktische Erfahrung haben, nicht nachvollziehbar. Es gibt auch durchaus sag mal, Meldungen dazu, die das Gegenteil behaupten, dass man mit einer Maske eigentlich sozusagen häufiger mal, jetzt vor allen Dingen Patienten, die auch jetzt asthmatische Beschwerden haben, dass das sogar günstig sei. Also dass sie sich sogar wohler fühlen, etwas weniger Beschwerden, Atembeschwerden haben. Also das ist, glaube ich, eine Behauptung, die man so im Allgemeinen nicht bestätigen kann. Was man heute zusätzlich anwenden kann, sind antivirale Medikamente, die jetzt spezifisch die Virusvermehrung hemmen oder auch das Virus binden können. Da gibt es halt dieses Remdesivir, was ja inzwischen auch zugelassen ist für Patienten mit einer gewissen Schwere der Erkrankung, also nicht für jeden. Und es gibt das Rekonvaleszentenplasma, also das Plasma mit Antikörpern von Patienten, die die Erkrankung überwunden haben. Diese Antikörper kann man zuführen, das kann man auch heute schon machen. Und die sollen dann das Virus binden und damit zu einer nicht so schweren Infektion führen. Und dann drittens gibt es Dexamethason-Substanz einzusetzen. Das ist ein Cortisonpräparat, was wir seit vielen, vielen Jahren einsetzen bei verschiedenen Erkrankungen, was eben jetzt auch bei Covid-19, bei schweren Covid-19-Verläufen getestet worden ist. Und in dieser Subgruppe
von Covid-Patienten eben auch zu einer Verbesserung der Sterblichkeit beigetragen hat. Und insofern ist das inzwischen auch der Behandlungsstandard geworden bei Patienten mit schwerer Covid-19-Erkrankung. Und wir hoffen, dass die monoklonalen Antikörper, so wie sie der Präsident Trump bekommen hat, auch in Zukunft noch zur Verfügung stehen werden.